Hallo und willkommen. Ich bin MK3 und wie ihr seht, ist natürlich immer Zeit für Warframe. Und jetzt haben wir es geschafft. Update 19.13 ist vor der Tür, beziehungsweise ist draußen. Und was ist passiert dort? Wir haben endlich von der Operation den Flammenwerfer bekommen. Für die Leute, die im Clan unterwegs waren, die haben natürlich jetzt die Option gehabt, auch dort im Clan jetzt endlich so eine schöne Statuette hinzuknallen. Was habe ich auch schon getan. Der Bau ist quasi schon unterwegs. Und die Leute, die halt sich halbwegs bemüht haben, haben natürlich bei dem Event jetzt auch so einen Flammenwerfer mit der Post bekommen, beziehungsweise den Bauplan zumindest davon. Und leider habe ich schon gesehen, wir sind leider nicht unter die ersten 10% gekommen. Heißt, in unserem Dojo können wir leider diesen Plan nicht erforschen, beziehungsweise dann auch uns dann nachträglich nochmal organisieren. Aber, falls jetzt Leute sagen, oh, dann kaufe ich den von anderen Spieler ab, da gibt es eine kostenlose, mehr oder weniger Alternative zu. Und zwar, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, der Vantanos von damals, wo ich ja die Raid-Videos gemacht hatte von ihm. Ich werde jetzt heute bzw. morgen unter das Video noch den Link nochmal drunter tackern für deren Discord-Server. Und da könnt ihr, wenn ihr den nicht anhaut, womöglich auch noch so einen Flammenwerfer eben von der Ignis Wraith kriegen, ohne eben Platinum zu bezahlen. Nur mal so für die Leute, die jetzt euch, bevor euch abzocken lässt von irgendwelchen anderen Pappnasen, der würde das unentgeltlich machen. Deswegen, ne? Nur mal so als Info nebenbei. Aber neben dem, dass wir natürlich jetzt diese Operation durch haben, ist natürlich noch was anderes passiert. Wir haben diverse Sachen am Markt gekriegt. Am besten werfen wir sofort mal einen Blick da drauf. So, hält man nämlich hier oben die Stabwaffe. Wie ich schon meinte, eigentlich ist es keine Blitzkanone, sondern es ist tatsächlich eine physische Schusswaffe, eine Primärwaffe. Nämlich das Ding macht tatsächlich 35 Einschlagschaden, 245 Durchschlagschaden und 70 Schnittschaden. Und ich habe ehrlich gesagt, das wäre Blitzkanone gewesen, weil das Ding ja auch, wenn man es geworfen hat, ja auch Blitzschaden um sich herum verteilt. Aber nein, das Ding macht tatsächlich nur physischen Schaden. Hat dafür eine Genauigkeit, hier steht von 16,7. Jetzt würde man sagen, boah, da trifft mir ja niemanden mit. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil da, wo man hinzeigt, schießt die Waffe auch tatsächlich hin. Problem bei der Sache ist nur, ähnlich wie bei der Opticore müsst ihr erst die Waffe aufladen und dann, wenn ihr das Laden durch ist, dann schießt die Waffe automatisch. Ihr könnt dann nichts mehr irgendwie sagen, oh stopp oder halt oder gleich. Nö, nö, ihr haltet die Waffe gedrückt, den Schuss, und sobald das Aufladen durch ist, feuert es automatisch danach. Ähnlich wie die Opticore. Ähnlich schlecht komme ich mit der klar. Das Gute ist, es ist in Anführungsstrichen nur 0,5 Sekunden. Das heißt, man Worten, ja, der Gegner muss jetzt nur 0,5 Sekunden vor mich bleiben, damit ich ihn treffen kann damit. Beziehungsweise natürlich kann man auch ein bisschen was dran drehen, damit die Waffe ein bisschen schneller schießt damit. Aber ja, das hilft übrigens ungemein, habe ich festgestellt. Dann treffe ich auch jemanden. Aber 0,5 ist im Eifer des Gefechts schießt man schon mal gerne daneben. Und so schnell feuern tut die Waffe ja nicht, wie man sehen kann. Mit 1,33 Angriffen die Sekunde schnell ist halt wirklich nicht. Aber jetzt geht's natürlich los, warum man das vielleicht super toll finden wird. 30% Crit-Chance, nice. Und ein 2,5-fachen Multiplikator, wow, sage ich nur dazu. 10% Status, auch nicht wirklich verkehrt. Und 10 Schuss. Aber die Waffe schießt ja nicht besonders schnell. Und ihr könnt auch nicht wirklich spammen, weil ihr müsst ja immer warten, bis die Aufladung durch ist. Und erst dann feuert sie ja. Deswegen, nee. Aber wenn man Crit-Builds hier reinbauen kann, das ist gar nicht verkehrt. Wir können auch gleich mal kurz ein bisschen was da hinten gucken, weil da habe ich schon ein paar Sachen mal hineingeschmissen, die Waffe. Achso, bevor ich es wieder völlig vergesse. Forschen tut ihr das Ding übrigens im Energielabor. Im Dojo. Muss ich hier nach noch anfangen? Habe ich nämlich noch völlig übersehen. Aber ja, das Ding müsst ihr tatsächlich dort erstmal erforschen gehen. Dann hätten wir als nächstes die Vexillius Cloak, also sozusagen, wie man vielleicht hier sehen kann, erst habe ich gesagt, eine Matte oder ein Brett am Rücken beinahe schon, aber nein, dafür ist ein bisschen zu beweglich. Man könnte auf die Idee kommen zu sagen, vielleicht nasser Waschlappen vielleicht, so ungefähr reagiert das Ding am Rücken, aber es ist nicht unbedingt verkehrt. Es ist jetzt, vor allem klippt da nicht unbedingt was durch, weil das eben ein dünner Streifen ist, deswegen ist es nicht unbedingt verkehrt. 100 Platinum, ja, günstig ist was anderes, wobei meistens die Syandana sind jetzt nicht unbedingt das günstigste im Spiel, muss man ja doch mal sagen. Aber ja, eigentlich ganz okay, wir gucken uns aber gleich nochmal an, wenn man vor allem hier die ganzen Sachen einfärbt, weil gerade diese Plättchen hier oder diese Gürtelschnallen, hätte ich beinahe gesagt, die sehen tatsächlich, wenn man sie Gold einfärbt, sehr knuffig aus. Und nun zu einer Kleinigkeit, wo ich jetzt sage, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich darauf reagieren soll, ob ich das jetzt als Ironie oder als Tritt ins Gesicht bezeichnen muss, was nämlich jetzt so augenkrebsmäßig da uns herblinkt, nämlich hier, das ist tatsächlich ein Glyphenpaket von Mesht. Falls ihr Mesht nicht kennt, die haben mal ein Video von der Zeit rausgehauen, so letztes Jahr war das nämlich, wenn ich mich vertan habe im Oktober, 100 Days of Warframe hieß das Video, also 100 Tage of Warframe, oder von Warframe, wie auch immer.
Ja, es ist ein animierter Film, deswegen ist das sehr cool gemacht, ist auch sehr lustig zwischendurch. Aber was mein Problem jetzt war, ich habe doch noch letzten Sonntag erwähnt, dass ich mich so geärgert darüber habe, dass ich einen Strike auf meinem Channel gekriegt habe, richtig? Also jetzt, ne? Das wäre jetzt, es wäre so in die An. Es hat sich so angebahnt und das war von denen. Ja, weil ich Werbung gemacht habe für ein Video von denen. Bevor deren Video rauskam. Ich meine, mein Video kam einen Monat vor deren raus, wollen wir doch gerade mal sagen, aber gut. Lass es mal so stehen, das hat sich ja geklärt, das hat sich ja alles gegessen und ist ja auch nichts Schlimmeres geblieben auf meinem Channel. Aber ich wollte mal gesagt haben, es war noch nicht das persönlich, aber sie haben schon mal jemanden dafür auf YouTube angehauen, ne, der sozusagen das Video schützt. Problem bei der Sache war, da war ich dabei, warum auch immer der dann Anschiss gekriegt hat, weil ich dafür Werbung gemacht habe. Toll. Deswegen, ich meine, die Bilder sehen teilweise nicht schlecht aus, aber ich glaube für mich jetzt gerade so glyphenmäßig gesehen, nein danke. Aus irgendwie nachvollziehbaren Gründen. So, und das wäre auch tatsächlich die Wechselos eben mit diversen Farben eben. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt natürlich schwarz und gold. Und muss sagen, das hat was. Muss man sagen, das Goldgeleuchter dran wirkt direkt Lichtjahre besser, finde ich, als wenn es Silber ist. Oder der sieht cool aus. Kann man ja noch sagen, auch an ihm hier zum Beispiel, würde man das womöglich gar nicht so schlecht gefallen. Hm, doch, das hat was. Das hat was, es passt so komischerweise ziemlich gut zu ihm. Weil er hat ja quasi schon, ich sag jetzt mal, Batman-Anleitung, so flügelmäßig links, rechts, aber halt in der Mitte fehlt ihm noch was und dann ist das Ding vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, im Gegensatz zumindest zu dem, was ich vorher benutzt habe. Nee, das war's nicht. Das war's. Sieht trotzdem noch gut aus. Ja, vielleicht lassen wir ihn erstmal nochmal so. Ganz kurzer Blick noch auf die Ignis Wraith. Ich weiß, ich habe die noch nicht fertig, die ist noch nicht Max-Level und vor allem hat sie noch gar nicht genug Forma kassiert wie meine normale Ignis, aber hey, wir können ja trotzdem schon mal einen kleinen Blick drauf schmeißen, inwiefern die sich überhaupt geändert hat. Was erstes, was ich nämlich gesehen habe, ist so, oh Mist, die Wraith macht wirklich 2 Schadenspunkte weniger. Von 27 auf 25. Aber dafür Status pro Sekunde von 25% auf 30%, Daumen hoch, Magazingröße von 150 auf 200, auch eine schöne Sache. Ohne gut, Feuerrate und der Crit Multiplier ist gleich geblieben, aber die Crit-Chance von 5% auf 12%. Was mehr oder weniger die 2 weniger Schaden womöglich auf lange Sicht gesehen ein bisschen frisst, weil so viel mehr Bonus-Crit-Chance haben da womöglich. Ich weiß nicht, ob er nachher wirklich einen Crit-Flammenwerfer bauen möchte, aber auf jeden Fall kann man schon mal ein bisschen da auch ein bisschen was dran drehen, zumindest mit. Weil 5% ist für mich so ein Todesurteil, 12% ist so gerade so ein Bereich, wo man sagen kann, ah, damit kann man ein bisschen was anfangen. Und natürlich, wenn wir jetzt natürlich ein bisschen hier mal gerade einen Blick drauf schmeißen, wie cool dieser Flammenwerfer aussieht, mit diesem wunderbaren Schwarz und dem wunderbaren Rot dabei und der ganz, ganz klitzekleinen Flamme hier oben drauf, damit das Ding auch ja Flammen schießen kann. Es ist definitiv eine Aufwertung, kann man ja noch sagen. Ist auf jeden Fall eine Aufwertung und ich bin auch sehr gespannt, wie viel Former ich hier nachher reinknallen werde, bis das Ding da ist, wo ich es hinhaben will. Ah, schauen wir mal. So, gucken wir uns ganz kurz noch hier eben die Ferox mal kurz an, nämlich mit dem Mod, den ich jetzt hier reingeschmissen habe. Nämlich, ich habe jetzt mein Crit-Mod gebaut, Crit-Build ein bisschen ausgepackt eher, weil wenn die Waffe schon 30% Crit hat und so einen großen Multiplier schon Bonus bzw. Grundwert ja hat, dann macht das irgendwo ein Stück weit Sinn. Natürlich, wie SS immer, Serration oder auch Einkerbung, Basisschaden wollen wir ja haben. Dann Point Strike oder auch Punktangriff, eben um die Crit-Chance deutlich zu erhöhen. Da kommen wir eben von der großartigen 30% eben auf die 75. Da sage ich mir so, ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Dann hier Speed Triggered oder auch eben Schnellauslöser, damit die Waffe eben ein bisschen schneller feuert. Vital Sense oder auch Scharfsinn, damit wir mehr Crit-Schaden kriegen. Und was ich in dem Sommer immer gerne rein tue, ist eben Hammershot oder Hammerschuss, weil er eben die Crit-Chance raufgeht und die Statuschance. Deswegen, das ist also Crit-Schaden, nicht Chance. Schaden geht rauf von Crit und die Statuschance geht ein bisschen rauf. Das würde ich auch nicht unbedingt schlecht finden. Und jetzt habe ich hier noch reingetan Infected Clip oder auch infiziertes Magazin und Rim Rounds oder auch Raucheiskugeln, damit wir eben hier so einen Viralschuss mit bei haben. Aber natürlich könnte man auch reintun sowas wie Argon Scope oder auch Argon Fernrohr, damit wir einfach sagen, okay, wir kriegen beim Kopfschuss danach für 135% Bonus
Crit-Chance, solange wir am Zielen sind für 9 Sekunden. Das macht vielleicht gar nicht mal so wenig Sinn. Gerade im Zusammenhang natürlich noch mit Bladed Rounds oder auch Messergeschoss, weil dann kriegen wir nämlich, wenn wir jemanden abmurksten sollten, was wir ja getan haben eigentlich schon mit dem Kopfschuss womöglich vorher, dann kriegen wir nämlich für den nächsten Schuss für 9 Sekunden, solange wir zielen, 120% Bonus Crit Schaden noch dabei. Und da kann man natürlich dann richtig große Zahlen produzieren am Stück. Aber lasst uns besten mal kurz in eine Mission gehen, dann seht ihr genau, was ich von dem Ding halte, beziehungsweise was der Special-Effekt eben ist von dem Wurf der Waffe, weil es ja so ein alternativer Feuermodus ja ist. So, dabei habe ich mir gerade hier so eine Grenier-Mission mal abgemacht und vielleicht schießen wir mal ein bisschen auf dem Trockenen gerade außerhalb des Kampfes. Und zwar normalerweise legen wir ja so an, was auch sehr cool aussieht, wenn andere euch sehen, haltet ihr einfach einen Stab einfach in die richtige Richtung und sagt dann einfach nur noch Aufladen, Feuer. Wie ihr seht, wenn ich jetzt die Zeit beschleunigt hier habe, wegen dem Schnellauslöser, ist halt gar nicht mal verkehrt. Weil sonst müssen wir wirklich eine halbe Sekunde warten und das merkt man tatsächlich, gerade wenn wir öfter schießen miteinander. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist wirklich so, sieht beinahe aus wie ein Energieblitz, den ihr da abfeuert. Eben so eine Art Lasergeschoss halt. Weil auch die Optikor witzigerweise hat ja wahnsinnige Mengen eben an Duschhausschaden. Und dann sieht man schon, wo hier die Waffe auch so den Gedankengang her hat, wie sie funktioniert. Aber gut, wir können übrigens noch was anderes tun, wir können das Ding einfach werfen. Und was ich sehr gut finde, wir sterben nicht wie bei der Jafflok. Wenn wir da das Ding nämlich vor uns werfen, explodiert das Ding und wir kriegen womöglich selber davon Schaden. Wie die Gymnasien eben so sind. Die bringen sich auch gerne mal selber mit ihren Waffen um. Und dann werde ich gerade verschossen. Pack mal eigentlich hier. Weg mit dir. Ich kriege den auch überhaupt nicht. Der kriegt mich höchstens. Moment. Geh mal ein bisschen auf Abstand. Weil, oh, hier die Flammengeschosse überlängst am Einschlagen bei mir. Quatsch, das ist mal weg. Gut. Ihr seht, da wo ich hinschieße, gibt es auch Löcher. Das waren gerade 10.000. War gut. Der hat sich gerade aufgelöst, wie ihr gesehen habt. Wunderbärchen. Ja. Die sterben eigentlich ganz gut. Die sterben ganz gut und man muss halt nur ein bisschen Geduld mitbringen. Jetzt ist nicht so eine Waffe, wo ich jetzt sage, oh, da würde ich gerne hektischen Nahkampf mitlaufen. Weg. Bisschen aufpassen. Bisschen aufpassen damit. Lass mal kurz gucken. Kann ich jetzt auf den Boden schießen? Macht das Ding ein bisschen AOE-Schaden, wie die zwischen die Beine schießen oder so? Weg. Ne, das trifft ihn nicht. Okay. Bei der Optikor kann man ja tatsächlich so einen kleinen AOE-Fleck hat man da. Oh, da hat man ganz kurz sein Gesicht gesehen unter dem Typen. Cool. Ich wusste gar nicht, dass er so drin ist. Also unter der Maske jetzt. Man könnte es denken, aber wissen? Naja, da löst er sich auf. Da habe ich jetzt gedacht, da steht jetzt jemand, aber was auch. Kann ich alles richtig machen. So, jetzt werfen wir das Ding mal noch hin. Quatsch, das blitzt jetzt ein bisschen doof rum. Stellen wir uns hier oben mit bei, wenn ihr nämlich einen Weg rauflaufen, wie ihr seht. Gibt es wunderbare Blitze, die die ganze Zeit die Typen treffen und vor allem festhalten. Und schon sind die Typen im Arsch. Leider blitzt das Ding nicht ewig nach, weil ich habe es nämlich schon mal im Void eben probiert. Habe dann gesagt, ja, jetzt schießt stundenlang damit rum. Also ich tue es einfach in den Eingang schmeißen und sage dann, das wird schon passen. Aber nein, ganz so einfach war es am Ende des Tages dann doch nicht. So, kommen wir jetzt hier hoch, Fahrzeichen? Ne, wahrscheinlich nicht. Da werfe ich euch das Ding einfach vor die Füße. Vor die Füße. Jetzt werden sie lange drauf zugezogen, kriegen die ganze Zeit Schaden davon. Und sind womöglich kurz später kaputt. Ja, läuft. Leider ist der Effekt nicht so wahnsinnig weitgehend, aber wie ihr seht, da jetzt durch die Wände auch so, da kommt wieder langsam reingezogen und zack ist er tot. Wirklich, so schlecht ist das gar nicht. So schlecht ist das gar nicht. Die ganze Zeit immer schon Schaden machen dabei. Während mal Gegner das Ding einfach nur vor die Füße geschmissen hat. Gerade für Leute, die vielleicht nur lieber vielleicht sogar ihre Sekundärwaffe benutzen wollen, ist hier die Waffe vielleicht gar nicht verkehrt. Das wirft man einfach irgendwo hin, lässt das mal so ein bisschen stehen, falls die Leute hinterherrücken wollen, einen wollen und dann schießt man so lange eben mit seiner etwas fetteren Waffe. Die ganze Zeit fies um sich. Nach dem Motto, was würde ich jetzt also zu der Waffe sagen? Interessant, vor allem, dass das Ding einen halt nicht selber killt, finde ich schön. Und natürlich im Zusammenhang gerade, wie gesagt, wenn man noch die anderen Mods mit reinschmeißen wollen würde, wenn ich jetzt Former noch reintun wollen würde oder vielleicht sogar Multishot-Mods, wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Nur ich glaube, gerade weil die Waffe ja so langsam schießt, so wirklich auf Status gehen mit der Knarre, glaube ich, lohnt sich auf lange Sicht nicht unbedingt. Zumindest ist das mit dem Crit mit 7-fach Schaden irgendwie schon schweinegeil, muss ich jetzt einfach mal sagen. Vor allem, wenn man die anderen beiden Mods noch vielleicht reintut, das könnte vielleicht sogar ein Anwärter für eine Waffe sein, die ich tatsächlich öfter benutze. So, und dann werde ich ganz kurz mal im Dojo aufgeschlagen, gerade bei einem Energielabor natürlich. Was haben wir da vorher? Man muss eine Amprex geforscht haben und dann kann man auch das Ding hier bauen. Na, wie viel? 1500 Oxium, okay. Ja gut, 1000. Oh, guck mal, wir starten das Projekt schon mal, weil wir wollen es ja eh. Wir wollen es ja eh haben. Wir wollen es doch eh haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich davon irgendwas schon...
Ich dachte, das wird irgendwie knapp. Ich habe wirklich für einen ganz kurzen Moment gedacht, dass es knapp wird. Aber dem war dann am Ende des Tages doch nicht so. Gut, dann starten wir das Ding schon mal. Okay, das ging ja noch. Wobei, mich ganz kurz im Moment habe ich mich erschreckt, aber ich vergesse jedes Mal, dass Oxium ja mittlerweile auch nichts mehr ist, was man so super selten kriegt. Und für Leute aus dem Dojo, aus unserem Clan, ganz kurzer Hinweis. Ich habe übrigens schon unser großartiges Vermächtnis, kann man ja sagen. Unsere Dinge, die wir uns erspielt haben, schon mal hingeknallt. Denn das Ding hier vorne, dieses Teil, was ich gerade vor mir so in Blau sehe, das ist tatsächlich das, diese goldene Statuette, die wir jetzt bei dem Event erspielt haben. Ja, das ist dieses Teil. Sozusagen die fliehenden Kollegen, die jetzt ständig von irgendwelchen Enzentiler vielleicht gewatscht werden, so links und rechts eine kassieren, weil sie vielleicht nicht schnell genug laufen konnten. War nicht verkehrt. Und interessanterweise hat auch der Kollege hier einen Flammenwerfer in der Hand. Womöglich wird er nach zwar Gold sein, aber ich könnte mir vorstellen schon, dass die Ignis Wraith vielleicht ist. Mal schauen. Und ich bin auch sehr gespannt danach, wie die Lampenmehrungsnummer aussehen. Ich habe nämlich noch keinen blassen Schimmer, weil ich habe nämlich keine passenden Bilder gefunden, wie die Dinger aussehen. Ich hoffe inständig, dass wir wenigstens ein bisschen Licht machen. Wenn nur ein bisschen. Nur für Style. Weil ist ja leider alles im Schatten hier unten. Und ich habe mal angefangen, hier alles zu sprayen. Ja. Hiermit. Aber darauf gehe ich mal später ein. Wenn das hier alles fertig ist. Ja. Aber natürlich kam noch was anderes Schönes mit dem Patch. Neben diversen Fixen, wie immer, gab es nämlich ein Feature, was wir ja im letzten Devstream noch angedeutet hatten. Nämlich die Idee mit dem Abbrechen von Produktion. Jawohl. Und das ist auch tatsächlich jetzt schon im Spiel. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich mache es absichtlich mit dem Gegenstand, was Argon-Kristalle braucht. Sehr interessant, weil ich hatte eben noch 9 Argon-Kristalle und jetzt habe ich wieder 9 Argon-Kristalle. Weil ich habe den Flammenwerfer gebaut, die Ignis Wraith, und da waren halt... Da brauchte man 3 Stück von und eigentlich hätte ich hier nur 6 haben dürfen. Aber lass es mal so stehen, Angenommen, ich stelle mich jetzt hier hin und sage jetzt, ich will diesen Inkubator Power Core bauen, was ja eigentlich nötig ist, wenn man halt so einen Hundi oder so eine Katze ausbrüten will. Und angenommen, ich würde ihn abbrechen. Erstmal sehen wir gleich, dass wir abbrechen können und dann sehen wir auch, was mit dem Argon-Kristall passiert. Aufpassen! So, ist jetzt zu bauen. Wir könnten es beschleunigen, wollen wir aber gar nicht. Und hier gibt es endlich ein X. Und wenn wir da drauf drücken, dann canceln wir die Sache und dann ist der Drops gerade durch. Machen wir das mal gerade und ihr werdet feststellen, wir kriegen alle Ressourcen wieder, auch das Geld, bis auf den Argon-Kristall. Weil Argon-Kristalle werden leider nicht erstattet. Wie oben drüber steht, Argon-Crystals used will be lost. Die sind leider futsch. So ein Pech. Und wie ihr seht, habe ich jetzt auch noch 8 Stück davon. Ne, macht nichts, weil wahrscheinlich brauche ich die in 100 Jahren sowieso nicht mehr. Ja, da kam doch schon mal wieder einiges zusammen, möchte ich mal sagen. Das war schon alles zusammen gar nicht verkehrt. Und sehr schön. Das ist doch schon sehr cool, was alles in allem so gekommen ist. Es wird trotzdem noch ein Video von mir geben, wo ich jetzt mal genau zeitlichen Ablauf auch mal so dabei, das alles mal drauf eingehe, wie jetzt mit den Jungs von Mecht da genau gelaufen ist. Damit wir da uns nicht vertun gehen und damit nicht irgendwelche Leute jetzt drüber zu deren Channel gehen und versuchen zusammen zu kegeln, weil das muss nicht sein. Nicht unbedingt. Nein, mach das nicht. Nein. Wir wollen hier kein böses Blut verbreiten in irgendeiner Form in der Landschaft. Das hat sich ja geklärt. Wenn die Sache sich klärt, ist alles gut. Es ist ja keine bleibenden Schäden entstanden, deswegen ist alles supi. Die wussten halt nicht, wer ich bin, deswegen ist das alles kein Problem. Mal kurz meine E-Mail schreiben, mal kurz irgendwo anders sagen, hey, ich habe hier was Probleme und dann war die Sache danach. 1 bis 2 Tage später hat sich dann glücklicherweise gelöst. Deswegen ist alles halb so wild. Trotzdem kaufe ich mir das Glyphenpaket jetzt nicht. So weit ist es dann doch gegangen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt trotzdem mal darauf ein, wie das der Ablauf war, was genau da passiert ist. Vor allem, da sieht man auch ein bisschen, gerade von dem wann was rausgekommen ist. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie sich gemeldet haben nach so vielen Monaten, wo mein Video draußen war. Das ist in meinen Augen ein bisschen sehr seltsam. Aber ansonsten, was soll's. Ah ja, und eine Kleinigkeit, was auch Schönes ist. Gerade wo die ihre Glyphen gekriegt haben, ratet mal, wer auch noch Glyphen bald kriegt. Deswegen, darauf müsste ich mal eingehen, wie genau, was ihr dafür machen müsst. Aber falls sich jemand mit Kreierung von interessant aussehenden Bildern beschafft hat, schon ein bisschen länger, zum Beispiel eben sowas wie, zum Beispiel wie die Glyphenbilder, das ist, glaube ich, 512x512 Pixel waren es gewesen. Falls einer eine gute Idee hat oder generell Interesse daran hat, sozusagen für den Channel was zu basteln, dann immer laut hier rufen. Ich habe da womöglich Möglichkeiten, euch im Spiel dafür zu entlohnen. Ich glaube, da werden wir uns einig. Wenn einer Interesse daran hat. Nur wenn er Interesse daran hat, ansonsten
sag ich mal wie immer, danke fürs Beischauen und Zuhören. Das war's von MK3 und ja, soviel zum Thema Warframe erstmal für heute und morgen geht's ja schon wieder los mit Baro. Also dann, bis Tage und ciao.